Nah dran. Bundesverteidigungsministerin besucht die Marine in Eckernförde. Der Bundeswehrstandort in Eckernförde steht am Mittwoch auf dem Terminkalender der Sommerreise der Bundesverteidigungsministerin. Zuerst geht es für Ursula von der Leyen an Bord von U-31. Der Kommandeur des 1. U-Boot-Geschwaders, Fregattenkapitän Jens Grimm, informiert die Ministerin über den Alltag und die Arbeit an Bord. So kann von der Leyen in der Operationszentrale auch einen Blick durch das Seerohr wagen. Ach, cool. Heute. Im Simulator des Ausbildungszentrums nutzen dann junge Offiziere die Chance zum Gespräch mit der Ministerin. Es ist beeindruckend, die Vielfalt der Marine hier zu erleben. Ob es die U-Boot-Besatzungen sind oder das Seebataillon oder die Kampfschwimmer. Männer und Frauen, Soldatinnen und Soldaten mit ganz vielen Kompetenzen, Fähigkeit, die Breite des gesamten Könnens ist mir hier heute vorgeführt worden. Das ist schon die Spitze der Leistung, für die wir auch international beneidet werden. Viele andere Nationen haben solche hochspezialisierten Fähigkeiten in der Marine nicht. Wer so wichtige Arbeit leistet wie die Kameraden vor Ort, müsse auch ein gutes Lebensumfeld vorfinden, so von der Leyen in Eckernförde. Deshalb wollte die Ministerin auch die Unterkünfte der Soldaten am Standort sehen. Nach dem Rundgang durch ein Wohnheim und dem Blick in Stuben, Arbeits- und Aufenthaltsräume verspricht von der Leyen, hier konkret zu handeln. Ich habe die Unterkünfte gesehen hier in Eckernförde, die vorsichtig ausgedrückt grenzwertig sind, in hohem Maße veraltet, eigentlich nicht zumutbar. Deshalb ist es allerhöchste Zeit, hier die Unterkünfte zu renovieren. Ich weiß, dass ein großer Investitionsstau hier herrscht seit Jahren. Der muss aufgelöst werden. Ende dieses Jahres wird das Gebäude, das ich eben gesehen habe, renoviert werden. Insgesamt werden 50 Millionen Euro investiert werden in die Unterkünfte und über 200 Millionen Euro in den Standort Eckernförde an sich. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir jetzt auch damit beginnen. Auf dem Gelände selbst zeigen dann die Soldaten ihr Können. In einer Vorführung des Seebataillons demonstrieren die Kameraden die Rettung von Zivilisten an einem unbekannten Strandabschnitt. Das Aufentern eines Schiffes bei sehr hohem Gefährdungspotenzial ist das Ziel der Vorführung der Kampfschwimmer. Nach einem Fallschirmabsprung und einer Wasserlandung kommen die Soldaten lautlos an Bord des Tender Main und nähern sich der Brücke. Mission erfüllt. Doch auch das Treffen mit ihrer Ministerin ist den Spezialkräften wichtig. Ja, sie hat einen sehr interessierten Eindruck gemacht. Sie hat viele Fragen gestellt. Wir haben unsere wichtigsten Punkte natürlich angesprochen und hoffen natürlich, dass sie das eine oder andere natürlich zum positiven Sinn hin verändern kann. Für alle Soldaten in Eckernförde nimmt sich die Ministerin zum Abschluss ihres Besuches Zeit für eine Frage-Antwort-Runde. Im offenen Gespräch stellt sie sich den Sorgen und Wünschen der Kameraden, die diese Chance zum Austausch rege nutzen.